Twitter aus Monochord und Schreibmaschine vorstellen. Ein sogenanntes Bulbul-Terang. Das ist ein Instrument, was in Indien gespielt wird und eigentlich seinen Weg aus Japan dorthin gefunden hat, erstaunlicherweise. Das heißt, in Japan gibt es was Ähnliches, das heißt dann Taisho Goto. Aber die Bauweise und die Funktionalität ist eigentlich genau die gleiche. Das heißt, was ist das für ein Instrument, dieses Bulbul-Terang oder auch Japan-Banjo genannt? Wir haben hier unten vier Melodieseiten, oktaviert, das heißt drei davon in der hohen Oktave und eine in der tiefen Oktave und eine Begleitseite. Hier die hohen und die Begleitseite haben wir jetzt einen Quart drunter gestimmt. Momentan ist das Instrument in der G-Stimmung, das heißt G-Dur. Es ist aber auch möglich, andere Stimmungen drauf zu machen. Das war jetzt willkürlich, hat mit den Saiten ganz gut gepasst. Und es ist auch möglich, das umzubeseiten, wer also D, C oder F oder was auch immer haben möchte. Das sollte klappen. Vielleicht wichtig, Vorteile des Instruments sind ganz klar, jeder kann sofort spielen. Jeder, der ein bisschen Gitarre spielen kann, kriegt schnell einen Ton raus. Es hat einen ziemlich abgefahrenen, außergewöhnlichen Sound. Frage ist, was kann man von einem Instrument erwarten, was nicht? Die Dinger sind in Indien gefertigt und hier bei uns überarbeitet. Das heißt, die Fertigung in Indien bedeutet automatisch immer, dass man manchmal kleine Stellen im Lack hat. Das wäre sehr aufwendig und sehr teuer, wenn wir die alle wegpolieren würden. Könnten wir im Zweifelsfall machen. Aber man hat kleine optische Einschränkungen immer bei den indischen Sachen. Das ist tatsächlich so, da kann man nichts machen. Wir haben es über Jahre probiert, da sozusagen einen westlichen Standard zu kriegen, aber die Funktionalität, das heißt die Funktion des Instrumentes, ist absolut gewährleistet. So, da kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich zu der Konstruktion des Instrumentes. Das Instrument geht über zwei Oktaven. Und diese Hebel, diese Tasten, die man hier drückt, die greifen tatsächlich einfach ganz platt auf die Seite. Man sieht das hier. Das heißt, dass auch der Andruck von der tiefen Seite und den hohen Seiten manchmal dazu führt, dass da kleine Schwebungen entstehen, weil die einfach unterschiedlich viel Druck bräuchten. Das heißt, umso höher wir gehen, umso mehr kommt dieser Effekt, dass ein bisschen schräg wird. Aber das gehört tatsächlich zum Sound des Instruments und da kann man technisch nichts machen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir dieses Griffbrett abgerichtet haben und den Steg niedriger gefeilt haben, einfach damit wir nicht weitere Bending-Effekte auf der Seite haben und die Stimmung sich dadurch verbessert. Das heißt, wahrscheinlich ist das so momentan zumindest hier im deutschsprachigen Raum, aber vielleicht sogar in ganz Europa, eins der Bulbul-Terangs, die sich am besten spielen lassen und am zuverlässigsten funktionieren. Mit dabei ist außerdem ein Verstärker, mit Verzerrer sogar, weil dieses Instrument einen elektromagnetischen Tonabnehmer hat. Genau. So klingt das. Man kann diesen Verstärker hier mit so einem Clip hinten an die Hose hängen. Das heißt, der ist für unterwegs gedacht und hat sogar einen Verzerrer.